Guten Morgen, willkommen zu einem neuen Video. Heute findet der 5-Seen-Lauf in Schwerin statt, bei dem ich die 10 Kilometer laufe. Mal sehen, ob ich meine Bestzeit vom letzten Jahr schlagen kann, also im Oktober war das. Ich fahre übrigens heute nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug und das hat mehrere Gründe. Erstens, das Auto muss in die Werkstatt. Zweitens ist es sehr bequem, mit dem Zug zu fahren. Und außerdem habe ich keinen Bock auf Parkplatzsuche, was egal ist, da das Auto eh nicht fährt. Macht nichts. Bin in Schwerin, muss mich ein bisschen beeilen, weil die Ausgabe der Startnummern ist nur bis 8.30 Uhr. Muss noch ein bisschen gehen, ich weiß nicht genau, wo das ist. Da ist auf jeden Fall das Schloss und irgendwo in der Nähe ist das. Ich überbrücke die Zeit mal, indem ich den voraussichtlichen Streckenverlauf mal zeige. Ich weiß übrigens nicht, warum das 5-Seen-Lauf heißt, weil ich kann nur 2 Seen sehen, um die ich laufe. Naja. So, Startnummer habe ich. Ich werde mich mal ein bisschen umgucken und vielleicht ein bisschen warm laufen. Und ich muss das Bierzelt suchen für nach dem Zieleinlauf. Also natürlich alkoholfrei, weil ich ja nach wie vor so gut wie gar keinen Alkohol trinke. Außer es ist ein sehr besonderer Anlass. So, jetzt bin ich hier auf Nordsee gelandet. Und nach 3 Bier und 3 Mexikanern schon leicht betrunken, weil normalerweise trinke ich keinen Alkohol. Viele Grüße an dich, Christian, für deinen Tag heute. Hast toll gemacht, war schön. So, ich habe mich jetzt schon mal so ein kleines bisschen warm gelaufen. Ich habe auch da einfach mal auf das Handy gewechselt, weil ich will nicht mit einer Kamera rumlaufen. Ich gehe mal aus dem Schattenhaus. Die Gegend hier ist ziemlich nett. Da ist das Schloss. Und hier ist ein See, also einer der Seen, die man irgendwie umläuft. Kein Plan, warum das jetzt wirklich irgendwie 5-Seen-Lauf heißt. Da kann das ja mal irgendjemand in die Kommentare schreiben. Noch ein Tipp, viele sagen so laufen, das ist ja gar nichts für mich. Der Trick dabei, so 10 Kilometer zum Beispiel, ist eigentlich relativ einfach, wenn man keinen Bock hat, eine Stunde zu laufen, einfach schneller laufen, so dass man das vielleicht in 45 Minuten schafft. Folgt mir für mehr Tipps, so rum. Ich mache noch irgendwas. So, Grüße von der Freiluftdusche. Sehr schön. Ich werde sie nicht benutzen. Noch ungefähr eine halbe Stunde, was ich mich gerade gefragt habe, da vorne ist der Startpunkt und da muss man hier durch diese Stäbe laufen oder irgendwas. Und da sehe ich mich ja jetzt schon irgendwie kollidieren mit dem Zeug. Wie gesagt, es ist ziemlich viel los. Ich hoffe, man hört mich. Gehen wir woanders hin. Überall sind Lautsprecher, überall sind Ansager und dies und das und tralala. Da sind ganz viele Menschen. Und da auch, das ist dann der Einlaufbereich, also der Zieleinlaufbereich. Wir sind da jetzt nicht beim Arzt hier. Schade fand ich, es gab zum Zeitpunkt meiner Anmeldung schon keine Medaille mehr. Ich hätte so gerne eine Medaille gehabt. Naja, gibt halt nur eine Urkunde. So, ich gehe mal so langsam hin, bereite mich vor, bis gleich an der Ziellinie. Das geht doch da vorne los. Und in diese Richtung. Noch 7 Minuten. 1 Minute. 5, 4, 3, 2, 1. Tja, hier könnte es zu der Montage folgen beim Laufen. Aber erstens, ich habe keine gefilmt. Und zweitens, nö. Ich wollte mal kurz was zu der Zeit erzählen. Also ich hätte ja gesagt, mein Versuch, mein Wunsch wäre die Bestzeit von mir. Um Oktober 23 zu überbieten, das heißt zu unterlaufen quasi. Das waren, Moment, 47 Minuten 23, wie auch immer ich das geschafft habe in Lübeck vor einem Jahr. Tja, das wäre mein Wunsch. Ob ich das geschafft habe, zeige ich gleich. Ich habe mir nämlich die Urkunde geholt, habe mir die Urkunde angeguckt und irgendwas festgestellt, was mich dann doch sehr traurig gemacht hat. Da steht für die Senioren. Also offiziell geht es wohl nicht mehr. Ich gehöre jetzt mit den zu den Senioren. Naja, okay. Platz 20 der Senioren und der 13. Platz bei den Männern und insgesamt Platz 127. Mit dem war das ganz okay. Die waren irgendwie tausend Teilnehmende und da ist das schon mal gar nicht mal so schlecht. Zeit 15 Minuten und 37. Das ist eine Minute schneller als mein erster Lauf vor einem Jahr beim Spinnenlauf. Ist aber langsamer als mein schnellster Lauf im Oktober. Schade. Naja, war trotzdem schön. Eine Sache noch, und zwar war das so, die insgesamt 945 Teilnehmer waren alle in einem ziemlich kleinen ja,
Tarif eingefecht und der Moderator meinte so: ambitionierte Läufer, schnelle Läufer, bitte nach vorne. Alle, die einfach nur mitlaufen wollen, nach hinten. Ich stand hinten, obwohl ich ja eigentlich nicht nur mitlaufen wollte. Ich bin da so im besten Falle Mittelmaß, aber naja, nach dem Startschuss quälten sich also diese fast 1000 Menschen durch diesen ganz schmalen Gang da. Und keine Ahnung, einige liefen so nebeneinander in Dreiergruppen, haben gequatscht. Fanden sich toll, dass sie einfach nur mitgelaufen sind, aber ich als so halbwegs ambitionierter Mensch musste zusammen mit anderen erstmal irgendwie an denen vorbei. Das heißt, teilweise sind wir auf der Straße gelaufen, um an denen vorbeizulaufen. Ich glaube, es hat so irgendwie 2, 3 Kilometer gebraucht, bis wir so das Feld überholt haben und so meine oder unsere Geschwindigkeit erreicht haben, die wir haben wollten. Natürlich leider eine Menge Zeit flöten gegangen und es war ein bisschen, es war ja halt eh eng und dann durch die ganzen, ich laufe mal mit, aber ich fange vorne an. Menschen war es irgendwie ein bisschen, das war die so ein bisschen doof an dem Tag, aber ansonsten war der Rest natürlich super. So, ich habe mich jetzt mittlerweile umgezogen, weil man soll ja nicht mit nassen Sachen rumlaufen, sonst erkältet man sich. Fazit, also es hat Spaß gemacht. Ich habe noch jemanden getroffen, schöne Grüße an dich, Eule. Respekt zum 10-Kilometer-Walk. Ich freue mich dann auf die nächsten 100, die wir mal zusammengehen. Oder 60 von mir aus. Der ganze Laden hier ist eigentlich ziemlich gut organisiert, muss ich sagen. Viel los. Wie gesagt, nur das am Anfang mit dieser Meerenge, wo alle durch müssen. Naja. Aber die waren selber auch angenehm überrascht, dass hier so viel los war. Ich muss mal kurz wechseln, das ist so windig hier. Wie die am Anfang meinten, war der Zuspruch da ziemlich groß. Also über 1000 Menschen da beim 10-Kilometer-Lauf. Deswegen war das halt ein bisschen doll eng. Sollten sich alle mal, die jetzt nur mitmachen wollen, vielleicht doch eher hinten positionieren. Weil zwischenzeitlich war da wirklich ein Weg, der war 3 Meter breit. Wenn da 1000 Leute durchlaufen, ist es halt verdammt eng, wenn man das überholen will. Ich mache meine Zeit jetzt, ich bin doch recht zufrieden. Die wäre jetzt nicht so wahnsinnig viel besser geworden, hätten jetzt ein paar Leute gesagt, ich stelle mich hinten an. Aber es gibt ja ambitionierte Läufer und Läuferinnen, die da sicherlich eben mehr Probleme mit haben könnten. Im Endeffekt ist es auch nur eine Sache, die Spaß machen soll. So, ich habe ein paar Riegel gegessen, knapp 1000 Kalorien verbrannt, sogar ein bisschen mehr. Das heißt, ich gehe jetzt irgendwo hin, hole mir einen vegetarischen Döner. Und dann war es das. Hier ist heute noch Christopher Street Day in Schwerin. Gucke ich mir vielleicht an, ohne Video. Wenn mir noch was einfällt, melde ich mich später. Ansonsten windige Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao.